Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Conker's Bad Fur Day. Im letzten Part haben wir Zahnräder, mehr als Zahnräder brauche ich glaube ich gar nicht sagen, haben wir Zahnräder und jetzt müssen wir, oder wir haben jetzt ehrlich gesagt den Hund da hinten befestigt und jetzt müssen wir wieder zurück zu den Omis. Erinnere mich. Weiß gar nicht, ist jetzt das Ding hier noch weg oder wieder da oder? Cool, ist wieder da. Noch mehr Leben cheaten. Das ist gesund. Das macht Spaß. Und mal gucken, was sie jetzt zu sagen haben. Ladies, ladies. That squirrel person again. How are you? I see our brutish friend and get his victuals today. Yeah, well, time enough for that. I need the combination. Thanks. Oh, no, 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 you don't seem to understand. Yes, you don't understand us. We can't go about giving away classified information like that just to anybody. Wow. Penny, oh man. Won't we, ladies? Hmm. Lead the way. So, keine Ahnung, was das jetzt soll. Jetzt, der Typ da hinten ist jetzt eigentlich ganz lustig, weil ja, die können uns natürlich nicht die Informationen geben über den Safe, das ist klar. Aber wenn ihr gleich das Passwort seht, ihr werdet so lachen. Muss mal aufpassen, aber ich glaube, die hier. Aua! Ey, ja, wie fies. Wow, können den Katzenfischen, glaube ich, gar nichts antun. Nö. Gut. Now then, ladies. There he is. Oh, look at him! Poo poo to you, yes! You brute! Brute! Told him! He's bad tempered, isn't he? Now, where were we? Let me see. Right. Toll! Voll das Mega-Passwort! So, ich weiß gar nicht, ob mich der Typ noch beißen kann. Das will ich mal ausprobieren. Oh, das zieht gleich zwei ab. Ist ja fies. Okay. Warten wir mal, respawnt das wieder? Boah, Entschuldigung, ey. Respawnt es? Nö, gut. Gehen wir jetzt rein. Da war Geld. Hallo? Hallo? Money! Money! Who the hell are you? You ain't my boss! Get out of here! I'm swimming with the fishes! Und das Gate verpisst sich erstmal. This gate gets worse and worse by the minute. Ja, so. Mal gucken, ob hier irgendwie Schulade ist. Nee. Gut, wir müssen jetzt nämlich hier Mega-Passwort wieder. Wir sehen hier Buchstaben. Wir müssen jetzt das Wort Open bilden. So viel kann ich schon mal verraten. Nämlich die Orangen, die wir hier sehen. Ja, das kann man da oben eigentlich schon vorher kennen. Stimmt, das kann man da oben vorher kennen. Sehe ich ja jetzt erst. Naja. Okay, da ist das P. Was ist denn jetzt los? Oh! Was war das jetzt? Warum hat er mich jetzt angegriffen? Ja, das trifft es ungefähr. Nein! Wo ist das N? Da. Ups. Och man! So. Meine Güte. Ich glaube, ich stehe schon oben. Und jetzt kommt, um es gleich mal zu sagen, eins der nervigsten und kackigsten Stellen im ganzen Spiel. Erstmal Mütze aufsetzen. Und Batterie rein. Oh, nee, ey. Nee. Nee, nee, nee.
Wir müssen jetzt nämlich so richtig scheiße erstmal tauchen. Meine Nase läuft wieder wie nix. So, wie war das jetzt nochmal? Wir können erstmal in diesem Warp-Röhren hier auftanken. Guck mal, da ist ein Fisch. Beißt der uns? Nö. Gut. Gehe ich einmal mal nach unten. Und zwar ein bisschen schneller, wenn es geht. Oh oh. Ja, wie tief ist denn das? Das hat ja gar nicht mehr aufgehört. Ertrunken. Zunge noch raus. Ey, verdammt. Was war das denn jetzt für eine Aktion? Das hat sich immer... Es ist immer weiter weggegangen, habt ihr das gesehen? Ich sag ja, die Stelle ist scheiße. Da rein, bitte. Ja, es könnte sein, dass ich bei dieser Stelle wieder ein bisschen rumrage. Dafür entschuldige ich mich schon mal gleich. Na komm, das muss ich jetzt aber schaffen. Dann kann ich da nochmal rein, ne? Okay. So, mal gucken. Das ist irgendwie jetzt voll kompliziert gewesen, wenn ich mich nicht irre. Bleibt uns ja nur der Weg, oder? Ja, naja. Oh, das ist scheiße, Leute. Das ist echt... Lol. Achso, ich muss ja B drücken. Ich habe gerade A gedrückt. Ich denke mir gerade, hey, warum macht er das nicht? Bisschen schneller, bitte. So, mal nach oben gehen. Ich glaube, hier ist nämlich ein Schalter. Wenn ich mich nicht irre. Oder war es woanders? Hep. Woanders natürlich. Okay, die Lampe, die wir irgendwie haben, bringt überhaupt nichts, wenn ich ganz ehrlich bin. Gut, gehen wir mal durch den blinkenden Gang. Der blinkt. Der ist mir gleich viel sympathischer. Ah, nee, das schaffe ich nicht mehr. Wie bitte? Alter, wie schnell habe ich gerade Dings gekriegt? Oder wie schnell ging das gerade? Oh, Alter, du Pisser, ey. Geh doch mal weg. Haha, perfekt rumgeschlichen. Okay. Jetzt mal nach oben gucken. Ist hier vielleicht der Schalter? Nee, sieht auch nicht nach dem Schalter aus. Verdammt. Ah, doch, doch, da ist ein Schalter. Da ist der Schalter. Entschuldigung, wenn ich echt immer so auf... Wenn ich hier immer so rumschnaube, ey. Das ist gerade... Ich glaube, das ist wieder zugemacht. Das dürfte... Mal gucken. Na gut, der bleibt ja nur der grüne Gang. Meine Befürchtung ist, dass der rote Gang blinkt und wir jetzt da problemlos durchgehen können. Testen wir es doch einfach mal. Aua. Nochmal Luft holen. Oh man, diese Stelle ist echt blöd irgendwie. Die ist so aufwendig, man stirbt hier dauernd. Nein, die sterben nicht, aber muss ständig aufpassen irgendwie. Nee, ich mag die Stelle nicht. Gut, ich glaube, wir verfolgen ihn mal lieber, bevor er uns noch irgendwie beißen kann oder so. Achso, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Bringt uns aber auch nichts. Moment. Ach, wartet mal, ich kann mal was ausprobieren.
mir mal kurz Luft hole. Ja, mir bleibt ja nur der Rote noch. Ja, ich ersauf jetzt, glaube ich. Ja, scheiße. Komm, bitte, Conker. Ey, Conker, das ist... Jetzt muss er natürlich erstmal da unten stehen bleiben. Ding. So. Hä, wir sind doch durch den roten Gang. Oh, gelber Gang. Jetzt gibt's einen gelben Gang, okay. Schön. Oh nein. Hihi, umgeschlichen. So. Bitte, Conker, jetzt bau keinen Müll hier. Ah, Alter, das ist immer knapp, ey. Ist es da, wo ich hin muss? Ich weiß es nicht. Oder ist es da, wo wir schon mal waren hier? Hä, das ist doch die, wo wir schon waren, oder nicht? Oder? Oh, dieses Wasserlevel, ey. Warte mal, ich kann es ja mal ausprobieren. Doch, das ist der, wo ich schon mal war. Oder? Och man, dieses Level ist so verwirrend und eklig. Oh. Och, leck mich doch. Scheiße. Ja, jetzt werde ich von dem Typen getötet. Nee, werde ich nicht. Oh oh. Dann muss ich mich an ihm vorbeischleichen. Mein Gott. Aber jetzt sind wir doch wieder hier. Oh nee. Das war tatsächlich der richtige Gang. Freunde, das war schon die Tauchpassage. Alter, ich habe dafür damals ewig gebraucht. Das kann ich euch aber sagen. Jetzt habe ich hier sofort den Ausgang gefunden. Das ist ja auch cool. Okay. Ah, jetzt kommt einer meiner Lieblingsstellen, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre, ja. Cool, dass ich echt so schnell den Ausgang gefunden habe. Das irritiert mich jetzt. Macht mich aber auch zugleich sehr glücklich. Ups, bin ich auf B gekommen. Hey, this is a neat joint! That's great! Give me some of that! Fuck off! You bastard! Give me another tap! Fuck off! Oh, man. Flammable. Hey! Yes, hey! Quick, put the top up! Yeah, oh, what am I gonna do with it? Just shove it up your ass! There we go. Schön, die Rette in den Arsch gehalten. Jetzt rennen sie los. So, wir können recht herzlich wenig mit denen tun. So, wir müssen jetzt nämlich was ziemlich Ekliges machen. Aber ich würde sagen, das machen wir erst im nächsten Part, oder? Ich habe noch eine Minute. Dann renne ich noch ein bisschen rum. Lalala. Verstreicht die Minute. Ich weiß auch gar nicht, wie weit sind wir jetzt eigentlich im Spiel? Haben wir schon die Hälfte? Naja, wird knapp. Hälfte haben wir, glaube ich, noch nicht ganz, aber... Oder, warte mal, nee. Nee, Hälfte haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht. Weil es kommen ja noch das und das. Das sind noch zwei sehr große Gebiete, sage ich mal, die wir noch komplett untersuchen müssen. Das dauert ein paar Parts. Das ist eine, wird da 10 Parts in Anspruch nehmen. Okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ein bisschen wird die Stelle bestimmt dauern. So, ich würde aber sagen, das war's erstmal von diesem Part. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir uns mal um diese Flammentypen hier kümmern. Hm, was können wir gegen die tun? Ich weiß es und es ist eklig. Also Freunde, bis zum nächsten Part. Ich stelle mir in diese coole, die gar nichts zu sagen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss!